Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Village. Wir sind jetzt mal ganz brav. Wir werden ja quasi von unserer Tochter eingewiesen, wo wir hinlaufen sollen. Und jetzt werden wir mal in die, in meinen Augen, offensichtliche Falle rennen, indem wir den Pfeilen folgen. Haben wir denn noch Nee, ich glaube, wir hatten sonst nichts mehr Großartiges. Rose is waiting for you. Ja. Hallo. Ist da noch einer? Wild. Hier. Wild haben wir aber gar nicht gebraucht. Wir hätten Fische eigentlich gebraucht zum Kochen. Okay. Hammer. So, Rose, ah, hier. Schau Moskau an, okay. Wenn du das sagst. Ah. Dann müssen wir wohl hier lang. Viel Glück. Wenn wir schon so begrüßt werden, schauen wir erstmal hier rüber. Okay. Mir fällt gerade ein, wir hätten doch noch ein bisschen was zum Finden gehabt. Wir haben ja jetzt die Kurbel. Aber egal, jetzt sind wir schon losgelaufen. So, jetzt schauen wir hier auch nochmal rauf. Hier hängen Leute oder so. Okay. Was war das? Ich dachte mir, gerade hinter mir ist eine Leiche runtergefallen und hat sich belebt. Okay, jetzt haben wir, hier ist ein verbotener Wald und da ist irgendein Bettchen. Wo gehen wir jetzt hin? Bei beiden Seiten ist eine Kiste. Gehen wir mal, bevor ich wieder zurücklaufe, doch mal hier entlang. Gerne eine engere Kampfstelle. Ja, komm ruhig her. Er hat gesessen, würde ich sagen. Er führt sich auf. Headshot. Ja, wir hören noch mehr, wir hören noch mehr, wir hören noch mehr. Aber das war immer noch nicht der letzte. Ist definitiv noch irgendwo einer. Ah, zum Beispiel. Hinter mir oder was?
jeden Fall, es sind immer noch welche da. Man hört sie überall. Da oben ist der nächste. Meinen die das auch mit alter Festung, kann es sein? Vielleicht hätten wir doch erst auf die andere Seite gehen sollen. Vielleicht wäre die andere Seite doch erstmal besser gewesen. Biene? Trotzdem die Frage, ob wir jetzt nochmal dann zurücklaufen. War jetzt in erster Linie wegen der Kiste hier. Da ist noch einer. Ja. Wollen meine Shotgun? Die kriegen meine Shotgun. So, ein bisschen Munition ist wieder da. Nicht so viel, wie ich gerne hätte, deswegen. Allen Dingen, wir haben jetzt die noch nicht. Ja, hier Geräusche. Mhm. Die vielleicht hier oben. Easy zumindest nicht. Müsste. Ja, genau da drüben liegen. Was haben wir denn hier? Ah. Nee. Da will ich ja eh noch gar nicht hin. Die kommen gleich rauf wahrscheinlich. Guten Tag. Oh, ich wollte sie beide hintereinander erwischen. Eieieiei. Oh, keine Muni mehr. Ah, jetzt wird's aber hier. Jetzt wird's aber hier.
Ja, das ist jetzt doof, was ich hier gerade mache. Bäh, wo kommst du jetzt her? Der war schneller die Treppen oben als ich anscheinend. Hier steht keiner mehr auf. Ja, ich natürlich falle ich jetzt runter, logisch. Logens. So, mal schauen, können wir denn Munition herstellen? Können wir. Frage ist immer noch, wie kommen wir an die Kiste ran, die wahrscheinlich hier oben liegen wird. Können wir nochmal nach unten? Ist das hier? Nee. Gute Frage, nächste Frage. Wie kommen wir hier ran? Wird übrigens ganz schön viel Munition verballert. Wir können ja auch nicht springen oder so. Ja klar, ich kann jetzt hier das Tor aufmachen. Dann geht es wahrscheinlich weiter. Will ich aber noch gar nicht. Ich würde da gerne rüber, bitteschön. Da komme ich nicht rüber. Ja, er spinnt halt auch nicht. Wir kommen da nicht nach oben. Wahrscheinlich ist es ganz leicht und ich bin einfach nur blind. Es ist der Punkt. Schatz unter der Festung. Na. Unter der Festung. Wie komme ich denn unter die Festung? Ich nehme mal an, von hier wieder gar nicht. Wird vielleicht wieder was ganz was anderes sein. Und was haben wir hier drüben? Kannibalenbeute. Also ich nehme an, hier geht es weiter. Dann geht es erst zurück jetzt. Jetzt müssen wir hier abbrechen. Wir brauchen die Kannibalenbeute als erstes. Jetzt, wo ich meine ganze Munition verballert habe. Wehe, da kommen jetzt nochmal so viele. Ein quasi Geheimgang. Hier sehen wir schon Sprengstoff. Sprengstoff. Fällt mir ja gar nicht.
Das wäre halt jetzt... Da hinten ist wild. Okay, erst einmal durchs Wasser anscheinend durch. Wir holen uns erstmal oder versuchen, das Wild zu holen. Scharfschützenmunition. Hallo, Schwein. Gib mir dein Wild. Schwein, gib mir dein Wild. Oh, Mine. Haben wir zu viele oder was? Ne, ja. Da geht's noch rein. Das Teilfragment. Nehmen wir auch mit. Okay, haben wir anscheinend. Hat sich jetzt schon nicht so gesund angehört. Hat sich schon... gar nicht gesund angehört. Ernsthaft? Hallo? Komm her. Komm her. Bleib weg, bleib weg, bleib weg, bleib weg. Wo ist er? Über mir natürlich. Klar, wenn ich rangehe, dann steht er in dem Moment auf. Uah. Lade ich nach. Ah. Nein. War nicht so gut. Immer noch nicht. Es ist jetzt gerade ein Problem, weil ich habe keine Munition mehr. Ja, gib mir mal die Munition hier. Boah. Ich hätte vielleicht ein paar Minen legen sollen. Kristalline Riesenaxt.
Ah, ich glaube, jetzt habe ich nochmal eine Blendgranate geladen. Aber macht nichts. Okay, irgendwo liegt noch ein bisschen was anscheinend. Was ja kein Wunder ist. Bei der Größe des Raums, dass ich da noch irgendwas übersehe. Ja, aber doch hier. Scharfschützenmuni. Wahrscheinlich hätte man den Dicken noch nicht mal umbringen müssen. Quasi einfach hier reinschießen und reinlaufen hätte vielleicht schon gelangt. So. Wir bräuchten. Haben wir noch eine Arznei? Ja, haben wir. Stellen mal eine neue her. Ich kann keine Schrotflintmuni herstellen. Ich hätte doch so gerne welche. Vater Nikolaus Engel. War der Schatz? Da fällt mir ein, wo hätten wir denn die Kugel eigentlich von Moro benutzen müssen? Gute Frage, nächste Frage, oder? Ich weiß noch, an der sind wir nämlich irgendwo schon mal, glaube ich, vorbeigelaufen. An der sind wir irgendwo vorbeigelaufen. Die war gleich am Anfang irgendwo. Das müssten wir eigentlich auch noch machen. Wenn wir jetzt die restlichen Minuten der Folge erstmal für Laufen und Suchen benutzen. Also, wenn mir dann so Sachen auffallen, dann hätte ich die gerne auch gelöst. Mich ärgert das jetzt ein bisschen, dass ich da nicht gleich dran gedacht habe. Sorry, falls es jetzt hier alles ein bisschen chaotisch wirkt. So, wir speichern mal kurz. Nein. Das machen wir jetzt mal nicht. Wir gehen jetzt erstmal schnell dahinter die Urbel benutzen. Für den Schatz, was wir hier noch haben. Oder für was auch immer das hier hinten ist. So, Kurbel. Kurbeln, 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 Kurbeln. Blindenmuni. Dafür hat es sich ja schon mal gelohnt. Rot fahren. Mal, wo uns das Boot hinbringt. Ein Anlegesteg. Ja, aussteigen bitte. Weinberg. Lady Dimitrescu. Okay. Bei der Lady Dimitrescu sind wir wieder.
hätte ich jetzt irgendwie so nicht so ganz erwartet. Da waren wir schon mal. Ja. Wahrscheinlich rausgekommen. Speichern mal schnell. Ja, genau. Oh, Leiter. Ist jetzt für mich nicht ganz so gruselig wie der Brunnen in dem Keller, wo wir da dran waren, wo ich an The Ring gedacht habe. Spannend. Wollen wir hier rein? Weiß ja gerade nicht. Tödliche Treppen. Okay. Spielchen. Irgendein Spielchen. Jetzt kommen wir mal hier rüber. Okay, auf jeden Fall Rätselspaß. Ich nehme an, ich möchte einfach erstmal hier rüber. Was dann der Wagen hier allerdings gut ist, keine Ahnung. Lass mal. Ah, okay. Und jetzt hat. Du fällst jetzt raus. Genau. Jetzt können wir. Müssen wir hier hin. Ach, und auch da rein. Großer Taubenblut. Wir wissen ja, wo der hin darf jetzt, hat der Rubin. Das wissen wir genau. So. Fertig. Kette. Sehr wertvoll. Cool. Kette ist fertig. Bringt uns hoffentlich richtig Asche ein. War jetzt aber nicht so schwer, das Rätsel. Also da habe ich schon ein schweres gehabt. Hätte jetzt ruhig ein bisschen mehr anziehen können. Gut, dann hätten wir hier den Brunnen. Wir speichern nochmal, wenn wir das schon gelöst haben, das Rätsel. Und dann geht's hier lang. Da ist wahrscheinlich nicht. Ich glaube, irgendwo da sind wir rausgekommen gewesen, kann das sein? Kann das sein? Da ist das Boot wieder. Hier geht wahrscheinlich ab. Hier geht's rein. Schatzhaus beim. Ja, schauen wir einfach nochmal. Ich erinnere mich gerade nicht, dass wir hier schon mal gewesen sind. Ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt wirklich hier schon sein sollten.
Kommt mir tatsächlich gerade eher nicht so vor. Ne, hier waren wir definitiv. Hier waren wir definitiv noch nicht. Ich glaube, wir haben hier gerade eine Rätselpassage erreicht. Da kommen wir auch nicht rein. Und auch nicht. Okay, hier schätzungsweise mal in erster Linie mal Licht anzünden. Die Viecher halten inzwischen auch immer mehr aus, habe ich das Gefühl. Irgendwas. Komm. Nein. Geht nicht. Kommt noch einer rein. Aus. Mal die Tür einfach wieder zumachen. Boah. Nein, ist schon wieder die falsche Seite. Ich wollte. Richtig viel Kohle hier mal. So. Jetzt müsste man wahrscheinlich hier drüben noch irgendwie anmachen. Aber so weit wird es ja wahrscheinlich nicht, gar nicht langen. Ah, da ist ja einer. Hallo. Ja, gehst du weg von mir? Will dich auch nicht brennend. Weder bewaffnet noch brennend. Das kann dich wahrscheinlich. Oh, ich hätte eine Idee. Ja, komm her. Komm her. Ja. Ja, genau. Komm her. Komm, 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 komm. 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 Ist ja noch. Ja, komm. Ja, komm. Ah, danke schön. Sehr freundlich von dir. Goldene Lady Dimitrescu. Jetzt wissen wir auch, warum da die ganze Zeit die Skelette wieder rausgekommen sind. Ich hatte mich schon etwas gewundert, muss ich gestehen. Jetzt wissen wir's. Okay, sehr cool, sehr cool. War ja doch ganz nett jetzt. Schöne Rätselpassage. Okay, das war's jetzt hier anscheinend. Das war's jetzt hat. Fahren wir wieder zurück. Und jetzt habe ich aber noch das Problem, wo muss die Kugel von Moreau hin? Ich weiß noch, wir sind da. Hier geht es wahrscheinlich nicht weiter, oder? Doch, geht's auch. Die war, glaube ich, wir sind gleich am Anfang bei ihm irgendwo, glaube ich, an dem Kugelteil vorbeigelaufen. Noch mal ganz woanders. Hier ist eine Höhle. Oh, und hier sind Fische. Ich glaube, das hat man schon mal ausprobiert. Das ging, glaube ich, nicht. Doch, geht.
Eat. Anna, ja. Yep. Nicht hinter mich verstecken. Hinter mir. Ich. Ja, Fisch. Okay. Waren jetzt drei Fische. Ja. Einmal feinster Fisch sogar. Heißt, wir können dann wieder kochen. Oh, Höhle. Wo man sich auch noch reinzwängen muss. Ich weiß ja nicht, ich weiß. Ernsthaft. Ja. Die Shotgun im Griff. In A-Sequenzierung abgeschlossen. 99,95%ige Übereinstimmung mit dem Dulvey Mutamycet. Die Abweichung ist mutmaßliches Resultat künstlicher Veränderung durch Menschen. Das bedeutet, dass sich hier vermutlich die Quelle befindet. Weitere Untersuchungen notwendig, wie die Connections, den Pilz zu finden und extrahieren zu können. Die Pilzkolonie erstreckt sich unter dem gesamten Dorf. Im Fall Baker hat sich gezeigt, dass die Werte des Irgendwas-Teils ein Bewusstseinsnetzwerk sind. Wenn dieses Netzwerk hier angebunden ist, können wir dann davon ausgehen, dass ein Organismus hier die Rolle eines Datenspeichers zukommt. Und wenn das der Fall ist, auf welche Daten hat Miranda es abgesehen? Mhm. Stimmt, wir hatten ja zwischendurch mal kurz diesen Einsatzdruck bei uns. Das war doch... Hatte, glaube ich, irgendwas mit dem... Fisch auch zu tun, oder? Also als der runterkam. Guck mal, wie viel halten die denn aus? Jumpscare? Ja. Gut, dann hätten wir das Thema abgeschlossen hier. Jetzt müssen wir wirklich wieder zurück. Sehr interessant, sehr interessant. So, und jetzt bräuchte man nochmal das Kugelspiel. Art Kugelspiel. Und hier hinten war ja noch dieses komische Grab, glaube ich. Wo ich nicht weiß, was ich machen soll. War das hier? Ich glaube schon, oder? Zeremonienblatt. Kann natürlich auch sein, dass das erst irgendwann später kommt. Ah, nee, das war wieder was anderes. Das war wieder was anderes. Was? Schaut vertraut aus. Das weiß ich auch noch nicht, okay. Frage, schauen wir jetzt gleich noch zur Windmühle? Oder
machen wir das in der nächsten Folge? Gute Frage, nächste Frage, ja? Die Windmühle war hier unten. Das ärgert mich jetzt schon, dass ich da am Anfang nicht dran gedacht habe. Erstmal speichern vielleicht kurz. Dann kochen könnten wir auch noch. Umsehen, tu dir keinen Zwang an. Kochen möchte ich vor allen Dingen. Maximale Gesundheit der Blocken, Bewegungsgeschwindigkeit steigt. Können wir das machen? Das kann man nicht machen. Dann hätte ich gerne steigt beträchtlich, kann ich nicht machen. Das der hier können wir machen. Nur nicht nachlassen. Nein, können wir auch nicht machen. Können wir denn überhaupt machen? Können mal gar nichts machen, ernsthaft? Du hast ein Auge für Qualität. Kaufen. Ah, ja, ja. Oder verkaufen, Kristallfragment weg, kristalliner Schädel weg. Riesenaxt weg. Antike Münze. Auch nicht kombinierbar. Weg. Dimitrescu-Statue, Kette. Weg. Weg. Oho, was bringst du mir denn da Schönes? Hat sich gelohnt, würde ich sagen. Hat sich gelohnt. Was werten wir denn da jetzt nochmal auf? Magnum? Hm? Was? Ah, schon gut. Das war's. Überlass das mir. Ja. Die anderen 22 heben wir mal auf noch. Hals und Bein. Ja, würde ich mal sagen, hat sich mal richtig gelohnt. Das ist scheiße. Boros Labor. Sind hier überall rum. Komm. Wir schauen jetzt nochmal. Ich muss gestehen, ich bin einfach neugierig. Ist mir egal, wie lange die Folge jetzt dauert in dem Falle. Ganz wird die Folge ja eh nie angeguckt, wenn es überhaupt jemand anguckt. Deswegen, ja. Will ich es in erster Linie eh nur noch für mich. Und ich will das jetzt. Ah, da ist ja eh schon die Windmühle. Ich dachte, die ist weiter hinten. Ja, dann ist ja... Ah. Hier. Hä? Können wieder drehen, okay. Nix. Oh. Das ist ja fies. Okay, ich sehe jetzt zumindest nicht, dass hier irgendwo durchfallen könnte. Okay, war jetzt nicht so schwer. Mal kurz ein bisschen aufpassen. Aber hat schon gepasst. Hellgrüner Bad. So, jetzt aber wirklich wieder zurück.
Können wir auch noch schnell verkaufen. Und dann gehen wir vor gegen den Van Helsing-Verschnitt. Da lang. Der ist schon auf dem Weg. Bin ja schon auf dem... Hier lang, Papa. Falsch, wir gehen da lang. So. Kümmern wir uns auch noch gleich drum. Willkommen, Ethan. Kristalliner Schädel, weg. Drei Stück hat man noch. Hellgrüner Schädel, da ist er. Da. Davon willst du dich trennen? Nein, oh. Nein, ich kaufe es dir gerne ab. Gut. Beachte mich gar nicht. Ein gutes Geschäft. Dann nochmal speichern. So, da hinten, dann müssen wir hier hinten lang. Okay, da schauen wir uns dann nochmal um. Machen wir dann aber in der nächsten Folge. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.